Der Wirtschaftskrieg gegen Russland erreicht eine neue Eskalationsstufe. Man könnte sagen, dieser Wirtschaftskrieg wird immer totaler. Wir erinnern uns noch an einen Politiker in den 1940er Jahren, der in Berlin diesen einen Satz ausrief, den wir nie wieder hören wollten, nämlich über einen Krieg, der immer totaler wird. Aber es ist zumindest jetzt auf anderer Ebene ein Krieg, der durchaus total ist. Und ich fürchte eins, dass die deutsche Bevölkerung, dass die Bevölkerung in Europa mental nicht darauf vorbereitet ist, was für Konsequenzen das haben wird, denn es ist zu erwarten, dass die Russen da nicht zusehen, sondern eben selbst mit Sanktionen agieren. Es wird jetzt ziemlich ungemütlich, so meine Prognose. Heute Morgen hatte ich in dem Video zunächst mal Putins Attacke auf den Dollar thematisiert und analysiert, wird der erfolgreich, und habe zunächst mal den Status quo versucht ein bisschen ins Feld zu führen. Und hier zeigt sich, der Dollar ist nach wie vor natürlich massiv die dominierende Leitwährung. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Ich hatte dann sehr viele Kommentare auf YouTube und irgendwie habe ich das große Glück, dass offenkundig bei YouTube und bei Google ein Algorithmus der Fall ist, der durchaus von Menschen mit schwarzem Humor programmiert sein dürfte. Die wissen nämlich alle ganz genau, was passieren wird und halten das, was ich da erzähle, für völligen Bullshit. Aber gut, Schwarm drüber. Ich weiß nicht, was passieren wird, deswegen kann ich denen nur gratulieren, die das so genau wissen. Ganz herzlichen Glückwunsch, wahrscheinlich sind das die reichsten Menschen der Welt, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck. Aber sei es drum, schauen wir uns mal jetzt die Dinge an, nachdem der Dollar nach wie vor praktisch unangefochten ist und keine Alternative in Sicht ist. Wie jetzt die EU agieren wird in diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Neue Sanktionen gegen Russland, von der Leyen hat dann die Details verkündet. Vorwiegender Punkt, Kohleimportbeschränkungen zunächst mal, nicht komplettes Verbot von Kohleimporten, aber es geht noch weiter, russisches Holz, Zement, Chemiegeschichten, High-End-Foodstuff wie Kaviar, das ist besonders in Brüssel wahrscheinlich den EU-Entscheidungsträgern schwergefallen, hier Kaviar mit zu sanktionieren, und dann mehr für die niederen Schichten, zum Beispiel Wodka-Importverbot. Eine schlechte Nachricht für die Alkoholiker hierzulande. Und all das im Volumen alleine, diese Nebenprodukte, wenn man so will, naja, für manche Hauptprodukte, 5 Milliarden Euro wohl, die hier gebannt werden. Und vor allem, was sehr wichtig ist, man bannt russische Trucks und russische Schiffe von der EU. Also die kommen nicht in die EU. Auch das dürfte massive Konsequenzen haben. Und wir haben ja schon ein bisschen was Inflation und die dürfte jetzt nicht geringer werden. Dazu auch Überlegungen, aber noch keine Entscheidungen, zu einem Ölembargo. Gas ist für uns Deutsche hier das zentrale Thema. Öl ist auch wichtig. Schauen wir uns zunächst mal die wichtigsten Exportgüter Russlands im Jahr 2021 an. Da war Öl an Nummer 1, 74,4 Milliarden Dollar, dann raffiniertes Erdöl, 48 Milliarden Dollar, also in der Summe sind das 122 Milliarden Dollar, die Russland hier mit Öl und Rohöl auf die Reihe bringt. Dagegen ist Erdgas vergleichsweise klein, 19,7 Milliarden, Gold 18,7 Milliarden und Kohle 14,5 Milliarden Kohle, also ein kleinerer Teil. Und hier sehen wir, dass die Importe Russlands in die EU oder beziehungsweise die Importe der EU aus Russland in Sachen Kohle 46,7% importiert die EU Kohle aus Russland. Dann gibt es noch ein bisschen Vereinigte Staaten, Australien, Kolumbien, Südafrika. Das sind die relevanten Player, vor allem eben Russland, damit weitem Abstand USA und Australien. Und wie Javier Blas hier sagt, das ist schon ein Big Deal, auch wenn die Bedeutung von Kohle geringer ist für uns Europäer derzeit bei diesen Importen aus Russland als für Gas und vor allem Öl. Aber dennoch ist das ein ziemlicher Big Deal, der uns durchaus beschäftigen dürfte. Hier sehen wir mal die EU-Importe. Crude Oil sind wir bei 26,9%. Also 26,9% unserer Importe kommen aus Russland in Sachen Crude Oil. Dann Solid Fuel, damit ist gemeint Kohle. Da sind es, wie gesagt, 46,7%. Und bei Natural Gas, bei Erdgas, sind es 41,1%, sehr ungleich verteilt. Deutschland sehr stark,
Österreich sehr viel, Italien sehr viel, andere deutlich weniger. Schauen wir uns jetzt mal die deutschen Einfuhren an Kohle an. Steinkohle etwa aus Russland, deutlich gewachsen in den Jahren 1990 bis 2021. Das begann im Grunde so um das Jahr 2000. Ich meine, da war der Schrödinger an der Macht, der Kanzler Gerhard Schröder. Dann ging das massiv nach oben, ist dann mal kurz nach unten gegangen, aber war dann im Jahr 2020 nach unten gegangen, wahrscheinlich natürlich wegen Corona, ist dann aber 2021 wieder auf sehr, sehr hohem Niveau, sogar auf höchstem Niveau. Also wir importieren sehr, sehr viel Kohle aus Russland. Können wir das ersetzen? Schauen wir uns zunächst mal an, wer sind denn überhaupt die großen Kohleexporteure dieser Welt? Indonesien, klar die Nummer 1, erstaunlicherweise für viele. Und dann kommt Australien, auch das erstaunlich. Und an dritter Stelle kommt Russland. Und Russland, sehen wir hier, hat einen gewissen Anteil an Europa. Exporten seiner Kohle, aber mehr wird nach Asien exportiert. Australien zum Beispiel und Neuseeland fast komplett nur in Richtung Asien. Also vielleicht dürfen wir dann bald Kohle aus Indonesien und Australien beziehen. Können wir die russische Kohle ersetzen? Ja, sagen die deutschen Kohleimporteure. Nämlich, man kann das innerhalb weniger Monate vollständig durch andere Länder ersetzen. Man könnte Kohle aus den USA, Kolumbien, Südafrika importieren, Australien, Mosambik, Indonesien. So sagt es hier der Chef, sozusagen der Vorstandsvorsitzende der Kohleimporteure e.V. Also da gibt es einen gut funktionierenden, liquiden Weltmarkt. Also das wird gelingen und deswegen dürfte es auch kein Zufall sein, dass man in Sachen Öl vorsichtiger ist, in Sachen Gas ganz vorsichtig ist, in Sachen Kohle aber jetzt sehr offensiv seitens der EU an diese ganze Geschichte herangeht. Hier unten sehen wir mal, dass aber die Lagerhaltung an Kohle in Häfen in Europa ziemlich gering ist. Ist zuletzt ein bisschen nach oben gegangen, aber ist nach wie vor deutlich unter den Vorjahren. Heute Morgen hatte ich schon diese Grafik gezeigt, wohin exportiert eigentlich Russland sein Erdgas, und da ist Deutschland eben mit Abstand der wichtigste Absatzmärkte, was das Volumen betrifft, etwa vierfach dessen, was nach China geht, und das ist nicht so schnell zu ersetzen. Da muss man eine Infrastruktur schaffen. Man kann Gas, das eigentlich ursprünglich von der ganzen Infrastruktur für Westeuropa oder für Europa bestimmt ist, nach China leiten, aber das kostet sehr viel Zeit, das kostet sehr viel Geld. Das ist sehr aufwendig. Dazu sagen derzeit die Chinesen, ja gut, wir sind bereit, das abzunehmen, aber wir wollen Rabatte, Rabatte. Aus Russland importieren wir dagegen ein Viertel unseres Öls, nämlich die EU, also 25,4%. Dennoch ist es so, dass jetzt die Energy Burden, also die Last sozusagen durch Kosten für Energie in Prozentzahl des BIPs so hoch ist wie seit den 70er, 80er Jahren nicht mehr hier in der EU. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Dagegen die USA 4,4%, wir 9,1%. Also es gibt einen deutlichen Unterschied hier in der Belastung sozusagen. Und wir sehen hier, da ist, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, ein etwas größerer Herr, der hat hier eine US-Flagge und eine EU-Flagge und hier Sanctions. Und Putin, der deutlich kleiner ist, was natürlich für die Wirtschaft zutrifft, was für die Größenverhältnisse da zutrifft natürlich, hat aber sozusagen ein anderes Instrument und ist damit sehr empfindlich, an sehr empfindlicher Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, ist auch das Beitragsbild des Videos. Das bringt das vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, was Putin natürlich wirklich gefährlich macht oder was diesen ganzen Konflikt gefährlich macht, ist, dass eine atomare Eskalation durchaus eben auch im Raum steht. Die Russen wollen zurückschlagen. Heute hat der Putin nochmal gesagt, ja, wir müssen jetzt sehr genau überlegen, ob wir Exporte von Nahrungsmitteln an feindliche Länder noch machen werden. Das hatte Medvedev, der selber Präsident war, selber öfter Ministerpräsident war, vor ein paar Tagen schon vorgeschlagen. Also das scheint die erste Antwort der Russen zu sein, Nahrungsmittel. Exportverbote in unfreundliche Länder. Hat das die Märkte dann geschockt alles? Es geht so, ja, diese Kohle, dieses Kohleembargo, diese Sanktionen, die haben die europäischen Märkte schon beeinflusst. Aber an der Wall Street ging es dann eigentlich erst richtig nach unten, um jetzt mal zu den Märkten zu kommen, als Lael Brainard sich geäußert hat. Fed-Vize, ich sage ja immer, wenn Sie auf die Wall Street eine Mittelstreckenrakete schießen, dann sagen die, naja,
nicht schön, aber Lebe geht weiter, wir steigen weiter. Aber wenn die Fed etwas sagt, was der Wall Street nicht passt, dann wird es unschön. Und Lael Brainard hat Unschönes gesagt. Die hat gesagt, it is of paramount importance to get inflation down. Es ist also von gigantischer Bedeutung, die Inflation nach unten zu bringen. Wir sind prepared to take stronger action if indicators of inflation and inflation expectations indicate that such action is warranted. Also wir werden, wenn es nötig ist, eben da nochmal richtig Gas geben. Hat sie auch gesagt, die russische Invasion will further boost prices of food and gasoline. Und George, Esther George, die hat gesagt, wir müssen vielleicht sogar über die neutrale Rate gehen, was die Zinsen betrifft. Neutrale Rate ist die Rate der Zinsen, die weder die Wirtschaft unterstützt noch bremst, könnte man sagen. Und vor allem, was die Märkte so ein bisschen geschockt hat, ist ihre Referenz an Paul Volcker. Hier sehen wir noch, hier sagte sie, 40 Jahre vorher hat Paul Volcker festgestellt, dass Inflation die größte Gefahr ist für das weitere Wachstum für der Wirtschaft und vor allem dann weitergehend auch für Employment, also für den Arbeitsmarkt. Und wenn die Wall Street den Namen Paul Volcker hört, den ehemaligen Fed-Chef, der ja mit massiven Zinsanhebungen, mit Geldverknappung in den 70er Jahren wahrscheinlich dieses Fiat-Kreditgeld nochmal gerettet hat, indem er den Stecker da nochmal reingezogen hat bei einer damals sehr, sehr krassen Inflation. Jedenfalls, das hat der Wall Street überhaupt nicht so gut gefallen. Heute sehen wir im Grunde das Gegenteil, was gestern passiert ist. Gestern Nasdaq der klare Gewinner, andere US-Indizes positiv, aber nicht so deutlich positiv für den Nasdaq. Heute sehen wir Nasdaq größter Verlierer, deutlich stärker als andere US-Indizes verlieren. Warum? Weil die Renditen nach oben gehen. Wir sehen die 10-jährige US-Anleiherendite 2,554%. Scheint jetzt möglicherweise aus diesem langjährigen Abwärtstrend auszubrechen. Der Dollar wird stärker, Euro-Dollar nur noch knapp über 1,9. Und was ist der Grund natürlich noch dazu? Wir haben eine Flut geradezu an neue Emissionen, an Anleihen. Die Fed wird nicht mehr kaufen, sondern verkaufen tendenziell. Dann haben wir natürlich massive Ausgaben des amerikanischen Staates. Die Inflation ist nicht transitory, das beginnen die Märkte zu begreifen. Dann haben wir die Geopolitik, dann haben wir die Commodities, die Rohstoffe und die Löhne, und die steigen. Also es gibt Gründe, dass die Anleiherenditen hier nach oben gehen. Und deshalb, weil diese ganze Geschichte sich immer stärker hier potenziert, sagt die Deutsche Bank, wir sehen jetzt, dass die USA in eine Rezession fallen. Es ist die erste große Bank, die sagt, we will have a recession in the US. Es ist dann ausgerechnet die Deutsche Bank. Keine schlimme Rezession, wird man so kurz unter Null tippen, so erwartet man. Aber die Frage ist ja, wie lange dauert dieser Krieg? Heute von ukrainischer Seite nochmal die Aussage, wir werden keine Kompromisse machen, was sozusagen ukrainisches Territorium betrifft. Und ohne solche Kompromisse wird ein Waffenstillstand kaum möglich sein. Jetzt haben die Amerikaner heute in Gestalt des Weißen Hauses von Joe Biden gesagt, ja, wir wollen jetzt mehr Öl aus Kanada importieren. Aber gleichzeitig sagt man, nö, eine neue Pipeline wollen wir nicht bauen. Biden hatte ja am ersten Tag seiner Amtszeit diese Pipeline, Keystone, glaube ich, ist die gekillt sozusagen, nicht die Erlaubnis gegeben. Also da geschehen Wunder auch in den USA. Wir wollen mehr Öl, aber keine Pipeline. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und das gilt umso mehr jetzt angesichts einer internationalen Situation. Peru zum Beispiel hat jetzt eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, weil es zu Ausschreitungen gekommen ist aufgrund der massiven Inflation. Und Daniel Stelter sagt hier, wir denken gar nicht daran, mehr zu produzieren, nämlich hierzulande in Deutschland zum Beispiel. Mangel an Lebensmitteln, das Rote Kreuz warnt vor einer Hungerkatastrophe in Afrika, die ja besonders von Nordafrika betroffen sind, von den ausbleibenden Lieferungen aus der Ukraine und aus Russland. Und Daniel stellt da weiter, ich würde mir wünschen, dass wir ein Tempolimit bekommen. Das war ja eigentlich eine Forderung der Grünen. Und die Kernkraftwerke, also die bis 6 weiterlaufen würden, wenn wir ein Tempolimit hätten, würden wir 3% der Ölimporte circa sparen, so Berechnungen. Und was die Grünen natürlich auch ganz toll finden, ist die Verlängerung der Kernkraftwerke, würde etwa 15% der Gasimporte überflüssig machen aus Russland. Baerbock, die Grüne, hat ja als Außenministerin heute gesagt, wir wollen aus russischer Energie aussteigen, zuerst Kohle, dann Öl und dann Gas. Aber möglicherweise drehen die Russen vorher den Gashahn ab, wenn sie sagen, okay, wir haben sowieso den totalen Wirtschaftskrieg. Jetzt kommen wir nochmal zu Hunger und zu Landwirtschaft. Da weigert sich ja Özdemir, unser Landwirtschaftsminister, standhaft sozusagen Brachflächen hier freizugeben. Würden wir jetzt die normale Weizenproduktion in der EU
so wie es trendmäßig eigentlich gewesen ist, hätten weiterlaufen lassen, dann wären wir bei 160 Millionen Tonnen. Aber durch Flächenstilllegung und Bioanbau haben wir nur 127 Millionen Tonnen. Die Lücke ist größer als die gesamte Weizenproduktion der Ukraine. Und Daniel stellt da jetzt, bei uns weigert sich die Bundesregierung, die Bewirtschaftung von Brachen zu genehmigen. Lieber Hunger und soziale Unruhen vor unserer Haustür, das ist unhuman, inhuman und erbärmlich. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach den Schalter umlegen, auch in Sachen Atomkraft. Ich bin kein großer Freund der Atomkraft, noch nie gewesen, weil die Endlagerung eben ein völlig ungelöstes Problem ist. Aber jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt muss man pragmatisch sein. Wenn wir schon einen Wirtschaftskrieg führen, ob berechtigt oder nicht, ob gut oder nicht, ob moralisch geboten oder nicht, dann müssen wir auch die Konsequenzen ziehen und unsere Wirtschaft dementsprechend ausrichten. Sonst brauchen wir diesen Wirtschaftskrieg eben nicht zu führen. Und dieser Wirtschaftskrieg wird umso schwerer, als praktisch das Herz Chinas im Lockdown ist. Wir sehen das jetzt am Shanghai Port, also am Hafen von Shanghai, über 300 Schiffe warten. Also massive Lieferprobleme, Materialengpässe werden daraus entstehen. Und hier ein Augenzeugenbericht von jemandem, den ich kenne, aber der anonym bleiben will, weil er in der Stadt lebt. Und der berichtet, es rumort in der Stadt. Da sieht man, wie krass die Politik in China ist, wie die Leute darunter leiden teilweise. Werde ich ihn unter dem Video verlinken. Absolut lesenswert, geht auch schnell. Erster Artikel. Zweiter Artikel, Russland mit erzwungener Staatspleite. Die Amerikaner versuchen jetzt sozusagen eine Art Staatspleite Russlands zu evozieren. Zweiter Artikel. Und dritter Artikel, wenn Sie genau wissen wollen, welche Sanktionen jetzt erlassen wurden oder erlassen werden sollen, dann Aussagen von der Leyen im Detail. Also drei Artikel, meine Damen und Herren, ein absolutes Muss. Alle diese drei. Ich sage jetzt Servus und ciao.